So, liebe Boxsportfreunde, leider eine schlechte Nachricht. Auch Argon kann leider am nächsten Wochenende die Veranstaltung nicht in Berlin stattfinden lassen. Wir hatten zwar alle Vorsichtsmaßnahmen getroffen, ohne Zuschauer, Tests etc. Alles war vorbereitet, aber leider wurde uns ein Strich durch die Rechnung gemacht durch den blöden Coronavirus und durch die Verordnung. Und auch wir müssen uns natürlich dem fügen. Sehr ärgerlich für unsere Boxer, die wirklich hart trainiert haben, die alle fit sind, kerngesund natürlich auch. Ja, 12 Wochen hart ist gerade, die Sparingsphase gerade vorbei. Sehr ärgerlich, tut mir sehr leid für die Jungs, hatten Lust gehabt, ihr könnt wieder zu zeigen. Aber so ist es manchmal. Können wir leider alle nicht ändern. Wie gesagt, sehr ärgerlich, aber im Endeffekt müssen wir uns fügen. Das wollte ich nur sagen, auch ich hier unter Quarantäne, ich bin zurzeit gerade in Mallorca, nicht weil ich krank bin, sondern weil in Mallorca gerade Ausgangssperre ist. 2 Wochen dürfen wir das Haus nicht verlassen, außer zum, ja, zum Friseur wollte ich schon sagen, außer zum Supermarkt und zur Apotheke und zum Arzt natürlich. Ansonsten sind wir hier jetzt eingeschlossen. Aber gut, es gibt Schlimmeres mit der Familie, mal 2 Wochen auf engstem Raum, mal sehen, wie wir das überstehen. Also wie gesagt, Kopf hoch, alle da draußen in Deutschland. Wird schon werden, sag ich mal. Wir müssen uns jetzt auch an harte Regeln halten, denke ich mal. Ist aber auch gut so. Man sollte jetzt die Kette der Ansteckung durchbrechen, indem man mal 2 Wochen wirklich nichts macht. Wir haben unsere Boxer auch nach Hause geschickt. Die haben jetzt 2 Wochen Zeit, sich zu erholen, beziehungsweise zu Hause zu bleiben. Sehr ärgerlich nochmal. Tut mir leid für die ganzen Leute, die wir wahrscheinlich auch über Stream erreicht hätten und so. Wären interessante Kämpfe gewesen. Nichtsdestotrotz, es geht weiter. Und ja, ich wünsche allen eine gesunde Zeit. Achtet auf euch und ja, schöne Grüße von Argon. Ich hoffe, wir sehen uns demnächst bei der nächsten Veranstaltung. Schöne Grüße aus Mallorca. Peace.